Irgendwie habe ich bei dem Namen von der Band an was ganz anderes gedacht. Ich dachte, hier kommt so chilliger Alternative Rock. Yes, wir reagieren auf Lilith von Isaiah. Die haben mich auch gefragt, ob ich darauf reagieren kann. Kevin war ja kurz im Chat, war dann auch leider wieder weg. Ich dachte, also ich wollte eigentlich auf Dream Drop reagieren und danach auf Isaiah, aber dann war er leider nicht mehr da. Ist aber auch nicht schlimm. Ich meine, man muss es ja auch zeitlich selber irgendwie hinkriegen, dann dabei zu sein. War cool, dass er kurz eingeschaltet hat. Und ich hätte auch gerne auf den Song reagiert, wenn er dabei ist. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Wieso schreibt meine Schwester, oh mein Gott, du bist doch Bufmel Centauriel. Nee, Centauriel, das ist ein Ausrufezeichen. Centauri. Centauri schreibt man ohne E am Ende. Und mit Y, oder? Hä, nee, wie schreibt man Bufmel Centauri? Aber wir werden jetzt, wie gesagt, auf Lilith Isaiah reacten. Wir werden uns jetzt den Track gönnen. Ich würde sagen, auf geht's. Ich habe keine Ahnung, in welche Musikrichtung das geht, aber werden wir es auschecken. Let's go. Warning. Also gilt auch für euch, Freunde. Isaiah. Irgendwie habe ich bei dem Namen von der Band an was ganz anderes gedacht. Ich dachte, hier kommt so chilliger Alternative Rock. Aber irgendwie kommt das nicht. Das ist so geil, wenn man Blind Reactions macht und dann aufgrund des Namens denkt, dass da irgendwas kommt oder so. Nein, es ist einfach Metalcore, der auch ziemlich heavy anscheinend ist. Also ja, schon krass bisher auf jeden Fall. Aber lass erstmal weiterhören, bevor ich dann noch mehr zu sage. Es ist einfach echt tausendmal härter, als ich erwartet hätte. Crazy. Aber der Breakdown gerade, boah, böse, 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 Alter. Also schon ein bisschen sad, dass keine Clean Vocals drin sind. Ich mag Clean Vocals, aber es ist trotzdem halt. Also es ist krasser Metalcore. Also es ist solider Metalcore-Safe. Und ballert richtig rein. Also crazy. Oh, ich sehe auch wieder 5 Zuschauer. Es sind wieder Leute dabei. Shoutouts gehen raus. Danke, dass ihr da seid. Und yes, Alter, auf jeden Fall heavy, Junge. Heavy, heavy, heavy. Weiter geht's. Ja, Wiebke schreibt auch, das haut voll rein. Ja, ist so. Oi, oi. Bow down before the dream.
Alter. Alter, was ganz anderes, als ich irgendwie erwartet habe. Aber ja, auf jeden Fall stabiler, solider Metalcore, ey. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, also ich werde auf jeden Fall einen Daumen hoch geben, weil es auf jeden Fall cool ist. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie bei mir persönlich jetzt irgendwie in die Mucke reinkommt, die ich hier jetzt wirklich viel höre oder so, weil, I don't know, ich brauche meistens einfach noch ein bisschen Clean Vocals mit dabei. So, damit ich die Sachen dann wirklich so geil finde, dass ich die dann auch noch viel höre, nachdem ich die das erste Mal gehört habe. So, ich höre gerne mal in Sachen rein, ist auf jeden Fall stabil, ist auf jeden Fall solide. Und wer Bock hat auf Songs oder Bands, Musik mit nur Scream, kann sich das auch sehr, sehr gerne anhören. So, I don't know. Ist halt geil. Also, und ich freue mich auch, dass ich denen ein bisschen eine Plattform geben kann. Hier im Stream und dann auch auf YouTube, wenn das Ganze rauskommt. Shoutout an die YouTube-Zuschauer. Und yes, also auf jeden Fall ein stabiles Ding. Krass. Auch von den Lyrics. Also, ich habe irgendwie, das war zwar ein Lyric-Video, ich habe gar nicht so viel auf die Lyrics actually geachtet. Also klar, es ging um Lilith, Queen of Hell und so. Aber jetzt war es, keine Ahnung, ich war voll in der Mucke drin. So, es war halt böse und irgendwie, I don't know, ich habe eher so gefühlt, dass es voll in die Fresse geht. So. Aber naja. Ey, wenn ihr Bock habt und euch das gefallen hat, dann checkt die auf jeden Fall mal aus. Die haben Instagram zum Beispiel, da haben die mir auch geschrieben. Und ja, Facebook vielleicht auch, wer weiß. Also, wenn es noch irgendwie auf Facebook unterwegs ist. Oh, hier steht's: Facebook, Instagram, Spotify. Und Point Break Studio Recordings haben das Ding gemacht. Recorded, Mixed und Mastered. Also, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da mal auschecken. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hier reinzuhören. Yes! Und das wär's dann, glaube ich, auch mit dem Track. Mehr habe ich, glaube ich, nicht mehr zu sagen dazu.